So, jetzt ist der Ladebildschirm auch vorbei. Jetzt kommen wir da auch weiter, hoffe ich mal. Wir müssen zu den anderen. Schnell. Ja, das müssen wir. Geh weg. Lass mich in Ruhe. Ich will euch doch helfen. Aber vorher möchte ich gerne noch ein bisschen Proviant mitnehmen. Mal schauen, ob wir jetzt da unten durchkommen oder ob die wieder rumbaggen. Also erste Etage kommen wir runter. Da werden wir dann auch mal ein bisschen plündern. Pflaume, die Felle. So, da ist noch was. Okay, ich glaube, hängt sie jetzt wieder fest. Nein, sie sind die Tür hinaus. Sehr gut. Okay, diesmal hängt es nicht. Ein kleiner Bug, der jetzt nicht tragisch ist, den man Gott sei Dank mit Neuladen beseitigen kann. So, und wir räubern noch vorher mal hier das ganze Haus aus. Ah, siehst du, haben wir sogar was Interessantes bei gefunden. Und ihr hört jetzt mal auf zu heulen. Was aus euch wird, ist egal. Wir müssen die beiden hier aus dem Lande schaffen, sozusagen. Stopp. Hörst du? Da! Noch zwei! Schnapp Hast du die sie! Kanalisation unter dem Eisvogel ausgekundschaftet? Nein. Hätte nie gedacht, dass wir da durch müssen. Wenn man bedenkt, dass sich die Wachen vor einem Jahr noch vor den Magiern verbeugt haben. Heute müssen wir wie die Ratten aus der Stadt fliehen. Du könntest bleiben. Du würdest es schon schaffen. Aber die anderen ohne mich niemals. Ich hoffe einfach, dass das Schiff beziehungsweise, dass die anderen trotzdem entkommen können. Und dass wir hier nicht zu viel riskieren. Würden wir noch mehr riskieren, das wäre schlecht. Aber bei Nacht und Nebel versuchen wir jetzt hier natürlich abzuhauen. Ich hoffe einfach, dass wir es schaffen. Ich hoffe einfach, dass wir es schaffen und die anderen nicht mit riskieren. Keine Wachen oder Jäger in Sicht. Scheint alles in Ordnung zu sein. Wo sind die anderen zwei? Was? Verdammt, sie sind schon hier. Weißt du eigentlich, mit wem du es zu tun hast? Und weißt du, womit du es zu tun hast? So, Ende mit dir. Hexenjägerschwert aufgenommen. So, Kroni, Hexenjäger. Ah, Mist. Oh mein Gott. Verdammt, wir sind zu spät. Zu spät? Wir haben immerhin zwei gerettet. Ja, und einen verloren. Gut, dass wir hier waren, bevor sie die Falltür finden und die anderen schnappen konnten. Hier geht's nicht um Zahlen, Geralt. Aber wir haben keine Zeit zum Trauern. Komm mit. Dürfen wir denn wenigstens noch looten? Ja, dürfen wir. So, dann hat er noch was gedroppt. Finden wir sonst noch etwas Interessantes in dieser kleinen Schenke, wo wir ein bisschen ausräubern können? Hier unten nicht. Aber wie gesagt, hallo, wir haben zwei gerettet, Triss, und wir machen das ja für dich und nicht für die anderen. Und es geht ja auch nicht wirklich um Zahlen, da hat sie schon recht. Aber das, so war es ja auch nicht gemeint. Ich habe ja nicht in Zahlen gerechnet, dass wir einen gerettet haben und zwei gerettet haben und dafür einen verloren haben. So meinte Geralt das ja auch nicht. Sondern er meinte es so, da sind wir freiwillig. Er meinte es ja anders. Er meinte es ja wirklich so, dass wir wenigstens zwei retten konnten und die anderen noch wahrscheinlich retten können. Im Vergleich zu einem Opfer. Was ist schon ein Opfer für die gute Sache sozusagen? Beziehungsweise dafür, dass wir ganz vielen Magiern aus den Stadt helfen, aus der Stadt helfen. Und noch diese zwei. Da finde ich, ist ein Opfer schon in Ordnung, sag ich mal. So, hier ist sonst nichts mehr auszuräubern. Bevor wir nämlich jetzt runtergehen, ich meine, der Schankwirt, der scheint ja jetzt tot zu sein. Ich denke mal, das war der Schankwirt von dieser Gaststätte, der... Du Lumpenproletarier. Ach, einer sitzt hier noch oben. Und begafft das Ganze. Ah,
Priscilla ist hier, ja, Priscilla ist hier noch, aber diese gute Dame, die brauchen wir jetzt nicht besuchen. Die besuchen wir ein andermal, wenn es wieder um Reuvens Schatz geht. Jetzt geht es erstmal darum, die Magier aus der Stadt zu bekommen. Vor allem, warum nur hinter den Magiern und den Hexen her? Warum nicht hinter Hexer? Hier lang, Geralt. Ah. Sehr schön. Können wir hier noch was plündern? Ja, können wir. Lass mich mal eben. Hallo, lass mich mal. Danke. Lalalala. Ich habe nichts mitgenommen. Nee, 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 nee. Ich nehme nichts mit. Ich räuber nicht sein Lager aus. Nein, 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 nein. Das würde ich doch niemals tun. Ich finde es schade, dass es hier keine Konsequenzen gibt, irgendwie, wenn man die Häuser ausräubert. Alle Flüchtlinge. Triss, was ist oben passiert? Ist alles in Ordnung? Nein, nichts ist in Ordnung. Geralt, warte kurz. Ich möchte wissen, wer hier ist. Warum die Tränen, werte Dame? Du solltest dir keine Sorgen machen. Das trübt deine Schönheit. Dann sprichst du wohl aus Erfahrung. Extra. Nein, ich wurde schon hässlich geboren. Du fliehst auch nach Kovir? Nein, aber ich helfe den anderen dabei. Du kennst mich, mitleidiges Herz und so. Ja, ich kenne dich. Du hast kein Herz. Auf einmal mitleidiges Herz. Interessant. So plötzlich ein mitleidiges Herz? Seit Monaten werden hier Magier verbrannt. Aber erst seit kurzem in so großer Zahl. Und ich freue mich darauf, Freunde in Kovir zu haben. Besonders unter König Tankreds Gefolgschaft. Psst, Triss möchte etwas sagen. Wir reden später. Wir haben lange auf die Flucht gewartet. Bis wir sicher waren, dass Kovir uns aufnehmen würde und wir genügend Geld für ein Schiff und einen vertrauenswürdigen Kapitän hatten. Wir haben zu lange gewartet. Wir dürfen nicht länger zögern. Wir müssen Novigrad heute verlassen. Das ist verrückt. An jeder Ecke stehen Jäger. Dann gehen wir durch die Kanalisation zum Hafen. Geralt findet einen sicheren Weg für uns. Sie werden uns so oder so erwischen. Wirst sehen. Sie werden uns fangen und töten. Vielleicht. Dann sterben wir in Würde, mit den Waffen in der Hand. Nicht auf einem Scheiterhaufen und um Gnade winselnd. Auf in die Kanalisation. Was auch geschieht, ich werde euch verteidigen. Wenn es notwendig ist, verteidige ich euch. Ihr könnt auch auf meine Hilfe zählen. Ja, auf die Hilfe eines redanischen Spions. Radovids rechte Hand. Das ist alles sehr lange her. Du hast diesen Verrückten erzogen, ihn das Töten gelehrt. Du... Jetzt ist nicht die Zeit, alte Rechnungen zu begleichen. Ende der Diskussion. Also, auf in die Kanalisation, mein Lieben. Ich gehe jetzt in die Kanalisation. Ich gebe euch ein Zeichen, wenn der Weg frei ist. Dann folgt ihr mir. Weicht nicht vom Weg ab, egal was passiert. Ich gehe mit Geralt. Du, Dijkstra, gehst zum Hafen und sorgst dafür, dass mit dem Schiff alles in Ordnung ist. Schon unterwegs. Wir sehen uns dort. Hoffentlich. Möge die Flucht beginnen. Willst du wirklich mit? Sei mir nicht böse, aber... Gleich werde ich das. Hör auf zu reden und geh voraus. Ich werde die Magie sein lassen. Okay. Was? Ich hab da nur Quen. Ich hab mich doch nur zum Beschützen fertig gemacht. Leute, ich nehme euch mal die Vorräte ab. Lalalala, die... Entschuldigung, die braucht ihr ja sicherlich jetzt nicht mehr auf der Flucht, ne? Wenn ihr seid ja morgen früh in Kovir. Ja, guten Tag. Ja, guten Tag. Ihr seid ja morgen früh in Kovir, da kann ich ja auch ein paar eurer Sachen mitnehmen, die ihr nicht mehr so braucht. Nicht wahr? Ich wollte nicht die Tür öffnen. So, ich wollte eigentlich nicht die Tür öffnen und uns damit quasi in Gefahr bringen, liebe Freunde. Das ist Meister Hexer? Ja. Ja, das bin ich, Meister Hexer.
heißt der Hexer? Ja, hier sind mir zu viele Leute um die Kisten. Ich kann nicht an die Kisten dran. Melitele, allmächtige Mutter. Geh weg! Erlöse uns von dem Bösen. Verschone uns. Spinnerin! Was ist denn? Hast du es nicht kapiert? Sie verbrennen uns wegen dieser Götter. Alles nur wegen der Religion. Sie verbrennen uns aus Hass und Angst. Das heilige Feuer ist nur ein Vorwand. Dann bete weiter. Melitele steht dir sicher bei. Ich komme nicht an die letzte Kiste hier hinten dran. Naja, schade. Haben wir sonst noch hier... Oh, hier liegt auch noch ganz viel. Ach, wisst ihr was? Wir werden hier nochmal runterkommen zum Looten bestimmt. Ich lasse jetzt erstmal das, was ich hier nicht mitnehmen kann, in den Kisten und dann werde ich da später nochmal looten. Es sei denn, dass die Kisten und das alles ist ja jetzt gleich weg, wenn wir mit denen geflohen sind. Allmächtige Mutter. Wenn wir uns freiwillig stellen, wären die Jäger dann gnädiger? Nein, sie würden euch trotzdem... Immerhin etwas. Hast du von Falkas Bett gehört? Das ist eine Bank mit Rollen. Ich will es nicht hören. Niemand will es hören. Das heilige Feuer ist nur ein Vorwand. Gut, dann gehen wir mal los. Niemand steht hier sicher bei, außer wir. Oh, da haben wir aber ganz schön viel drin gefunden. Rezeptäther, Ritterhandschuhe. Und natürlich auch noch einiges an Materialien zum Craften. Vielen Dank für deine Hilfe. Du brauchst mir nicht zu danken, ehrlich. Doch, es bedeutet mir sehr viel, jemanden zu haben, auf den ich mich in dieser verfluchten Stadt verlassen kann. Schon gut, bald ist alles vorbei. Hm, bald. So, ertrunken. Aber gut. Nein, Mornmixer. Mornnixer, wie heißen die? Das sind auf jeden Fall andere. Das sind keine direkten Ertrunkenen, das sind irgendwelche anderen Mutationen der Ertrunkenen. Da bin ich mir gespannt. Haben wir dazu jetzt einen Bestiarium-Eintrag bekommen? Ich glaube nicht, ne? Oder? Nee. Worunter zählen die denn? Die Ertrunkenen, Nekrophagegruft, Morderhäute, Nebelinge, Trauer, Wasserweib. Okay, nee, haben wir keinen Eintrag bis jetzt bekommen. Werden wir aber sicherlich noch. Mornmixer? Nixer? Mixer? Irgendwie sowas. Muss ich mal anhalten, das Video. Um den Namen richtig zu sehen. Beim Schnitt muss ich das dann anhalten. So, bei Militele, wo müssen wir lang? So, hier lang. Ich sag jetzt einfach mal, wir müssen hier lang. Ah, Baumwolle. Gegerbtes Drakonidenleder. Drakonidenleder, also Drachenleder quasi. Hier ist kein Ausgang. Das heißt, wir sind falsch gelaufen. Triss, wo bist du? Danke. Triss, wo müssen wir lang? Wir müssen erstmal, bevor wir weitermachen, Triss, die ganzen Klamotten hier plündern. Seide, Bleikopf, Zwergenschnapskohle und Axtkämpferstiel. Eisbärfell, Stahlbarren, kleiner Triglaf-Runenstein, kleiner Morana-Runenstein, der Controller vibriert schon wieder, Bremen-Vorderklinge, Manuskriptseite, Dimetrium-Bombe. In diesem Fass habe ich noch nicht reingeschaut hier. Draht und eine zerbrochene Hake. Dann gucken wir mal die Fässer an. Leere Flasche Fackel. Wasserflasche Kerze. Bleikopf Strickleiter. Wasserflasche Kerze. Bleikopf und Strickleiter. Wir müssen auch nach der Mission wahrscheinlich mal wieder was verdammt. Entsorgen. Kommen wir nicht durch. Alles verloren. Beruhige dich. Vielleicht gibt es einen anderen Weg. Oh denn. Der Weg ist schnurgerade. Nirgends eine Abzweigung. Na klar. Siehst du? Wir schaffen uns eine Abzweigung. Eine Bibliothek? Okay. Sieh mal. Gedichte von Gonzalo de Versio. Jakob von Varazzes Chroniken. Unglaublich. Alles seltene Erstausgaben. Wir werden später zurückkommen und alles holen. Nein, werden wir nicht. Ich verlasse heute Navigrad. Schon vergessen? Nein. Es fällt mir nur schwer, es zu begreifen. Komm, wir müssen uns beeilen. Ja, wir beeilen uns ja auch. Aber vorher nehme ich die ganze Bibliothek damit. Alles seltene Erstausgaben, das kann ich ja nicht einfach so liegen lassen. Es gibt doch bestimmt auch jemanden, der solche Bücher ankauft oder so.
Die gesammelten Verse von Gonzales de Verceo oder Verceo, wie auch immer, hat sie ja gerade ausgesprochen. Ich kann das immer nicht so ganz richtig aussprechen. Wir nehmen alle Bücher mit. Gott, das wird wieder viel zu lesen sein, wenn wir eine Bücherstunde machen und bevor wir sie verkaufen. Vielleicht haben wir auch einen gedoppelt im Inventar, das ist ja dann nicht so schwer. Wie poliere ich mein Schwert richtig? So. Da haben wir alle Bücher aufgenommen. Triss, ich habe jetzt alle Bücher, wenn das so für dich rechtens ist. So, das gehört alles noch zu der Mauer. Haben wir jetzt alle Bücher tatsächlich eingesammelt? Das gehört zur Mauer. Es blinkt nirgendwo mehr ein Buch auf oder so, ne? Ich gehe jetzt noch einmal kurz rum und guck. Und dann gehen wir weiter, Triss. Okay. Hier blinkt nichts mehr, wir können weitergehen. Aber nicht mit Gedanken, sondern mit der Druckwelle, mit der Art-Druckwelle. Und wieder Quen benutzen. Ich habe einen Ausgang gefunden. Ich dachte schon, wir wären für immer verloren. Nee, wie war das so? Da, warte. Moor Nixer heißen die Viecher. So, was haben wir denn hier noch drin? Silber, kleiner Deathbog-Runstein, Fährtenleserhandschuhe. Wolltest du dich anschleichen, oder was? Das hat dir nichts gebracht, mein Lieber. Es tut mir leid, aber die sehen auch übel aus. Ich hoffe, wir kriegen dafür bald den Eintrag. Ich verschone dich nicht. Da sind zwei in einem, die wir beide gleichzeitig kaputt hauen werden hier. Dafür haben wir ja unser gutes Silberschwert. Monsterklaue. Ertrunkenen Hirn. Da haben wir auch noch einiges. Kristallisierte Essenz, eine Strickleiter, ein Schwefel, einmal Draht. Silbererz. Und was haben wir dort noch? Rehhaut und wieder Silbererz. Ich finde es auch gut, dass hier nicht alles so in Massen ist, sondern immer nur einzeln. Sonst wäre man ja schnell übersättigt mit den ganzen Krebskrams, was man hier so sammelt. Allerdings gibt es dafür natürlich auch viel zu looten. Was ist das? Ratten. Meine Spezialität, weißt du? Du brauchst keine Angst zu haben. Ich habe ja auch keine Angst. Davon ab, wie viele es sind. Triss, würdest du bitte weitergehen? Nun? Ja, jetzt geht die wieder nicht weiter. Jetzt hängt die schon wieder. Wieso hängt sie denn jetzt schon wieder dort an der Ecke fest? Kommen wir denn da irgendwie durchgeschlichen? Sie versperrt uns das zweite Mal schon in dieser Aufnahme den Weg. Sie versperrt uns das zweite Mal den Weg, liebe Freunde. Da muss ich jetzt nochmal laden. Am besten hier, weil da haben wir einen Kontrollpunkt.